Danke an Dagi B für den kleinen Applaus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Leute, ich lebe noch. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin wieder da. Leute, ich war circa, ich glaube so 2 bis 3 Wochen, 2,5 Wochen, habe ich keine Videos mehr hochgeladen. Und ich sag euch heute, warum das Ganze so ist und beantworte euch noch ein paar andere Fragen, die ihr mir gestellt habt. Vorab, sehr schade, dass A-Crime ihre Promo-Phase schon beendet hat, weil ich wollte mich auch noch an dem ganzen Mysterium bereichern und ein paar Abos abgreifen. Schade, aber ich erhoffe die nächste Promo-Phase bei den Boys, dass ich mich da auch bereichern kann. Kommen wir jetzt zu den Fragen und warum ich weg war. Also ich glaube, das letzte Video kam ein paar Tage vor Weihnachten. Und dann habe ich mir gesagt, komm, über Weihnachten und die Feiertage, da musst du kein Video bringen. Für was denn auch? Lass den Leuten auch mal ein bisschen die freie Zeit. Das reicht auch mal, wenn die dich jetzt mal über Weihnachten nicht ertragen müssen. Dann kam Silvester und dann habe ich mir gedacht, so, hey, komm, die Leute schauen doch eh kein YouTube und so. Da brauchst du auch noch kein Video bringen. Dann war Silvester vorbei. Und dann war auch irgendwie jetzt schon mittlerweile 11. Januar. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit hingerannt ist. Leute, aber ich bin jetzt wieder da. Hab mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben, weil das ist irgendwie ganz komisch, wenn man so 2 Wochen oder 3 Wochen keine Videos gedreht hat, dann ist es halt so alles wieder ein bisschen neu. Ist ja 2 bis 3 Wochen, ist auf YouTube gefühlt 3 Monate. Erste Frage, wo warst du? Wieso kamen keine Videos? Extrem gute Frage. Ich war hier daheim. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit hingerannt ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen verrückt, dass die Zeit so schnell vorbeiging. Wieso kamen keine Videos? Ja, weil ich halt gedacht habe, so, yo, kleine Pause. Aus einer kleinen Pause wurde halt mal schnell irgendwie 11. Januar. Zweite Frage. Wie geht es Alessio? Gut. Dritte Frage. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Warum? Was hast du zu Weihnachten bekommen? Macht man halt als YouTuber. Als YouTuber dreht man, was hast du zu Weihnachten bekommen? Ja. Hallo meine Lieben! Hallo! Willkommen zu meinem neuen Video. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Tag! Leute, ich erzähle euch heute, was ich zu Weihnachten bekommen habe von meiner Familie. Fangen wir doch einfach auch gleich mal an von dem Geschenk von meinen Eltern. Meine Eltern haben sich ja was echt Schönes überlegt und auch was Schweres. Ja. Der zieht immer noch nicht, gell? Jo, was hast du zu Weihnachten bekommen? Was ist das denn? Was machst du bei 1 Million Abonnenten? Die Frage wurde mir auch schon ein bisschen häufiger gestellt. Das ist auch ein Mitgrund, dass keine Videos kamen. Nicht, weil ich irgendwie da schon was gedreht habe oder was geplant habe. Im Gegenteil, ich habe keine Ahnung, was ich bei 1 Million Abonnenten mache. Und es ist ein Riesenproblem, weil ich zumindest finde, dass man bei 1 Million immer was macht, was halt cool ist. Was es so noch nicht gab auf YouTube. Übrigens, falls du gerade ein neuer Zuschauer bist und mein Kanal... Scheiße. Übrigens... Falls du ein neuer Zuschauer bist und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, Digga, das ist kostenlos. Da kannst du ruhig mal abonnieren. Ich meine, 960.000 habe ich jetzt oder so. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, Ende des Monats ist so ein Event von Revi, das heißt Meet and Play. Da bin ich leider auch. Ich finde persönlich, Revi, falls du es siehst, die Karte ist für 26 Euro ein bisschen teuer. Aber ich glaube, nach Weihnachten müsstet ihr da draußen noch ein bisschen Geld haben, wenn ihr nicht schon alles versoffen habt. Es ist ein Oberhaus in der Turbinenhalle. Der Link ist in der Beschreibung, Leute. Da könnt ihr euch eine Karte rauslassen. Da können wir Autogramme unterzeichnen. Da können wir uns leider nicht die Hände schütteln, weil ich bin ein Mensch, ich hasse Hände schütteln. Aber sonst wird es super. Was ich auch noch gesagt haben will, ist, dass jetzt nach dem Video bestimmt wieder Videos kommen. Das wird jetzt nicht so sein, dass ich mich 3 Wochen gar nicht melde. Wobei der Januar halt, wie gesagt, auch echt beschissen ist. Da verdient man gar kein Geld. Aber ich werde Videos wieder bringen, auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall richtig falsch wiederkommen. Videos leider mit meiner Schwester. Sascha liest Kommentare. Und ich habe auch auf YouTube mittlerweile so viel wieder mal gesehen, wo auf jeden Fall, also wo YouTuber echt scheiße gelabert haben. Wo man auf jeden Fall wieder mal sein i-Pünktchen drauf machen kann. Plus eine Ja-Nein-Nicht-Challenge. Leute, ihr schreibt mir immer auf Facebook und Instagram, dass ich das mal wieder machen soll. Das Ding ist bei dieser Challenge, ich würde es echt lieben gern einmal im Monat bringen, aber ich kann es nicht immer mit denselben Menschen drehen, weil sonst verliert es ja irgendwo seinen Stellenwert und ist auch gar nicht so cool. Deswegen, Leute, wenn ich das nächste Mal irgendwo in Berlin oder Köln bin, schnappe ich mir einfach 2 YouTuber zur Seite und noch Bari, weil Bari darf natürlich nicht fehlen. Und dreht die nächste Ja-Nein-Nicht-Challenge, dass ihr mal wieder auch mal ein cooles Video auf dem Kanal anschauen könnt. Bis dahin würde ich sagen, ich bin wieder zurück. Ganz kurz mal Applaus für mich. Danke, Dag Mara, für deine Unterstützung. Leute, ja, ich bin wieder zurück. Scheiße.